Und ich hab's ja jetzt wirklich versucht. Ich hab ja wirklich... Alter, das gibt es nicht. Jetzt haben die schon wieder aktiviert, dass das... Jetzt haben wir keine Lebenskapsel mehr. Wir sind bei 13 Minuten, haben nicht eine Kapsel mehr, weil die alle versaut haben. Hey Außenwelt, das ist jetzt einfach meine spontane Aufnahme einer Survival-Mission, die ich mache, um meine Bolter mal wieder ein bisschen zu leveln, weil ich die da wieder eine Form drauf geklatscht habe. Und ich muss sagen, schön, ich mache sowas immer ganz gern in Survival, weil da halt jede Menge Gegner ankommen. Und ihr werdet es nicht glauben, man wird es kaum für möglich halten. Warum ruckelt das jetzt so hier? Was ist denn jetzt los hier? Jedenfalls habe ich wieder so richtig schön welche in meiner Gruppe. Also ich habe es schon ein paar Mal geschrieben hier, man sieht es vielleicht. Please don't activate before the life support is heard. Und ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Okay, na, ich habe es nochmal geschrieben und es kommen einfach keine Reaktionen. Nein, die Leute aktivieren den Lebenssupport immer noch, bevor er bei 30% oder sonst wo ist. Und entsprechend wenig Kapseln haben wir jetzt nur noch. Ja, wir haben, glaube ich, 2 Kapseln insgesamt, sind aber auch, zack, bei 50% schon wieder aktiviert. Alter, das darf nicht wahr sein. Ich weiß nicht, lesen die Leute eigentlich den Chat gar nicht? Warum ruckelt das so? Ach, das ist bestimmt, weil ich meinen Video-Editor im Hintergrund noch am Laufen habe. Aber das war es mir jetzt wert, das wirklich mal hier zu zeigen, dass es einfach immer noch Spieler gibt, die das anscheinend nicht wissen, die dann aber auch den Chat nicht lesen. Bitte, ich bitte euch, lest den Chat. Da sind manchmal wichtige Informationen drin von Spielern, die das Spiel vielleicht schon ein bisschen länger spielen. Da steht vielleicht was Wichtiges drin. Ich meine, was wäre jetzt, wenn ich jetzt schreiben würde, keine Ahnung, Stalker, weil der Stalker erscheinen würde. Würden die das ignorieren? Würden sich dann auf einmal wundern, so, oh, wieso sind wir denn tot? Das ist doch scheiße, ist das doch. Ich meine, dafür gibt's den Chat doch extra, dass man da reinschreiben kann. Eben solche wichtigen Sachen auch. Und ich hab's ja jetzt wirklich versucht. Ich hab ja wirklich... Alter, das gibt es nicht. Jetzt haben die schon wieder aktiviert, dass das... Jetzt haben wir keine Lebenskapsel mehr. Wir sind bei 13 Minuten, haben nicht eine Kapsel mehr, weil die alle versaut haben. Wir könnten noch so schön viele Kapseln haben, aber nein. Ich versuch's noch mal einmal. Ich schreie mal. Alter, das kann doch wohl nicht sein. So, liest zwar sowieso keiner anscheinend von denen den Chat, aber es ist mir egal, ich habe jetzt nochmal geschrieben. Also ich bin einer, ich versuche es ja dann wirklich. Wenn ich sowas mitkriege, denke ich mir immer, sind vielleicht neue Spieler, die wissen das vielleicht nicht. Ja, dann versuche ich es wirklich über den Chat, denen das mitzuteilen, aber irgendwie achtet niemand auf den Chat, habe ich das Gefühl. Das ist jedes Mal das Gleiche, wenn ich solche in der Gruppe habe. Ich versuche wirklich, die darauf hinzuweisen, indem ich denen was schreibe im Chat. Aber irgendwie, totale Ignoranz. Was denn? Du läufst einfach an mir vorbei, ohne mich zu beachten? Was soll das? Totale Ignoranz. Also bitte, Leute, lest den Chat. Oder schaut euch mein Video an, wie man Survival-Missionen hier in Warframe spielt. Aber doch nicht so. Das ist doch scheiße, ist das doch. Ehrlich. Das ist ärgerlich. Dann ist man bei 15 Minuten und irgendwann ist man dann out of pots, weil die einfach alles durchgehend ständig nur aktiviert haben. Oh, hoppa. Was war da denn? Ach, da ist ein... Da ist ein Napalm. Jetzt sind wir schon wieder umgeschmissen worden. Alter, ich komme hier nicht raus. Da ist nicht nur ein Napalm, da sind sogar 2 Napalm. Alter, jetzt lass mich doch wenigstens aufstehen hier, du Sack, ey. Na, wollten die rennen wahrscheinlich gleich erstmal ganz schnell zum Extraction Point. Alter! Stirb! So. Weil es denen wahrscheinlich dann zu hart wird. Ich verstehe es nicht. Ich meine, wofür schreibe ich das denn dann im Chat? Wofür mache ich denn eigentlich solche Videos, wenn es anscheinend niemand interessiert und die Leute trotzdem machen, wie sie wollen? Vor allem, wofür gibt es den Chat dann eigentlich? Wenn ja anscheinend niemand auf den Chat achtet. Das ist doch kacke, ist das doch. Ohne Scheiß. Ah, Mann, da wäre ich ja schon versucht. Also das sind solche Spieler, die ja mal überhaupt nicht darauf achten. Wo ich mir denke, so, wenn die sterben, lasse ich sie verrecken. Da gehe ich nicht hin, um sie wieder zu beleben, sondern die lasse ich dann einfach verrecken. Und ich glaube, das nächste Mal mache ich Survival-Mission, um meine Waffen zu leveln, wieder solo. Da habe ich solche Probleme nämlich nicht. Da habe ich so einen Scheiß nicht. Nein, da läuft das wenigstens vernünftig. Scheiße, da ist wieder so ein schwerer Granier. Den ballern wir mal eben schnell weg. So. Da habe ich sowas nämlich nicht. Da aktiviert das keiner schon bei
70-80%. Ach, das ist doch zum Kotzen, ist das doch. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch nur die eine Lebenskapsel, ne? Ey, das ist so ärgerlich, das ist so ätzend. Ah, Mann, ey. Ja, aber dafür waren sie wenigstens schon kurz vorm Extraction Point. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Hm, ganz toll. Super, sammeln wir mal ein bisschen auf hier eben. Ich hoffe mal, dass das beim Video dann nicht zu sehr ruckelt. Tut mir dann jetzt wirklich, wie gesagt, leid, aber... Und das war jetzt eher spontan. Ich wollte eigentlich gar nichts aufnehmen. Ich wollte jetzt einfach nur meine Boltor wieder ein bisschen leveln. Und die Aufnahme war jetzt einfach nur spontan. Weil ich halt wieder gesehen habe, weil ich halt wieder solche Leute bei mir im Team habe, wo ich sagen muss, so, nein, das kann doch nicht sein. Wieso machen die das wieder? Stirb. Weil die halt wieder so früh die Lebenserhaltung aktivieren. Und das ist einfach scheiße. Ja, ein Spieler wartet schon auf uns am Missionsziel. Das ist ja ganz toll. Dem ist anscheinend auch aufgefallen. Nö, das wird eng mit der Lebenserhaltung. Bla, 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 blub. Vielleicht sind die Gegner eben auch zu hart geworden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bitte, bitte haltet euch doch da dran. Aktiviert die Dinger erst bei 30% oder weniger. Das reicht. Ach, das ist doch scheiße. Wie soll man denn so zum Beispiel auf 25 Minuten oder eine halbe Stunde kommen? Das kann man doch quasi vergessen. Ja, naja, was soll's. Was soll's, was soll's, was soll's. Ich wäre schon versucht, jetzt auch gleich das nächste Ding, was ich sehe, einfach zu aktivieren und leckt mich am Arsch. Echt ohne Scheiße, das ist doch zum Kotzen, ist das doch. Jetzt rennen bestimmt gleich die ersten von denen genau darunter zu der Kapsel, um die auch ja direkt zu aktivieren. Ich weiß nicht. Ich meine, ich mache doch extra schon solche Videos. Genau, renn an dem Pott vorbei, lass den liegen, der ist unwichtig. Ist ja nicht so, dass er Lebenserhaltung gibt. Nein. Natürlich nicht. Die kann man ruhig liegen lassen. Die haben keinen Nutzen. Ach, zum Kotzen, ey. Ehrlich, ohne Scheiße. Ah, ruckelt doch ganz schön. Also mein Rechner ist gerade sehr ausgelastet. Wie gesagt, Video-Editor im Hintergrund am Laufen. Dann ist noch das Aufnahmeprogramm. Das merkt man ja dann doch schon. Ich hoffe nur, dass das dann im fertigen Video nicht ganz so stark auffällt. Dass das nicht zu störend ist. So. Verreck doch. Tja. Aber die Aufnahme muss jetzt einfach sein. Das ging gar nicht anders. Natürlich bei fast 50% noch gehabt, aber trotzdem schon mal wieder aktivieren. Warum auch nicht? Ach, was soll's denn? Oh ja. Ist ja nicht so, dass man irgendwie vielleicht die Lebenspots noch bräuchte, um auf größere Zeiten zu kommen oder was? Nein, warum denn auch? Ach, was? Blödsinn. Ich meine, wer will denn schon zum Beispiel eine halbe Stunde überleben machen und vielleicht seine Chancen auf gute Belohnung zu erhöhen? Also ich nicht. Ihr vielleicht? Also kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass es da irgendwelche Spieler gibt, die das überhaupt wollen. Ey, ohne Scheiß. Nächstes Mal spiele ich sowas wieder solo. Wenn ich eine Waffe leveln will. Ohne Kack. Das ist doch echt ätzend. Das ist doch echt ärgerlich, ist das. Wirklich, sowas ärgert mich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich auch verstehen, dass sich manche Spieler dann wirklich darüber aufregen. Wobei ich ja zum Glück noch einer bin. Muss man ja ganz ehrlich sagen, jetzt mal zum Glück. Ne? Der dann wirklich noch im Chat schreibt und versucht, darauf aufmerksam zu machen. Kill you with my awesomeness. Der davon versucht, im Chat zu schreiben und die anderen Spieler darauf aufmerksam zu machen. Aber dann gibt es auch welche, die sofort leicht unfreundlich werden. Was ich natürlich, was ich selber persönlich nicht so toll finde. Das muss ja nicht sein. Andererseits wieder, wenn ich mir überlege, den Chat liest ja anscheinend sowieso keiner. Es interessiert ja anscheinend niemanden, was vielleicht im Chat geschrieben wird. Ich metze mal jetzt eben so weg, so. Ich metze mal auch so weg, so. Zack, zack, zack. Munitionsumwandlerbogen. Ach man, ich hätte gern Munitionsumwandler Schrot. Der fehlt mir nämlich noch. Wie lange haben wir denn? Ach, jetzt sind die alle schon da abgehauen. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch ärgerlich, ey. Das ist doch... Jedenfalls, wie gesagt, bitte zur Not schaut euch mein Video nochmal an, in dem ich erkläre, wie man Survival Missions spielt hier in Warframe. Aber achtet wenigstens dann auf den Chat, wenn ihr schon das Video nicht ansehen wollt, von dem alten langweiligen Mann. Damit sowas eben nicht passieren kann und damit sich solche wie ich sich dann nicht unbedingt ärgern müssen, wenn man sowas dann sieht. Es ist schon wirklich ärgerlich. Wie gesagt, ich verstehe ja, wenn das neue Spieler sind, die es vielleicht nicht wissen, aber wenn man es dann schon zwei, dreimal im Chat schreibt, ja, dann ab und zu guckt man doch mal auf den Chat. Das muss man doch sehen. Dann achtet man doch mal ein bisschen drauf. Ohne Scheiß. Tut mir den Gefallen und haltet euch bitte, bitte wenigstens so ein bisschen da dran. Das soll es auch schon gewesen sein mit dieser Spontanaufnahme.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, gebt ruhig einen Daumen nach oben, tut ja keinem weh. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, lasst es mich auch wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr mal Bock habt, mit mir Warframe zusammenzuzocken, einfach hier in Warframe adden unter, ne, der Haus. Ach, ich habe hier sogar noch was Ausstehendes. Ach, der Rickdad, genau. Alter, der ist 15, sind die, ist ja auch kein Wunder. Ich habe gesehen, was die für Waffen haben. Boah, heftig und wie oft sie die teilweise gemoddet haben. Jedenfalls, wenn ihr mal in Warframe mit mir zocken wollt, einfach in Warframe adden. Und ansonsten, wenn ihr mich so richtig scheiße fandet, wisst ihr ja, sagt all euren Freunden, wie scheiße ich bin, erzählt ihnen allen davon. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, aus der Haus und tschüss.